Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Franz Andorf, der Goldsucher. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Franz Andorf, der Goldsucher. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Franz Andorf, der Goldsucher. Nur einer der drei Herren schürft erfolgreich das edle Metall. Und für ihn heißt es jetzt: Sag die Wahrheit! Ja, wer kann schon von sich behaupten, dass seine Arbeit wirklich vergoldet wird? Ja, zum Beispiel Franz Andorf, der wäscht noch das Gold aus den Flüssen, so wie damals die Goldgräber im Westen der USA. Und er liegt damit natürlich goldrichtig. Ich heiße Franz Andorf und suche Gold. Mit einer Bratpfanne ging alles los und seitdem hält mich der Edelmetalldämon fest im Griff. Meine Goldwaschpfanne besteht aus zwei Teilen, dem Sieb und der darunterliegenden Pfanne. Durch das Schwenken der Pfanne löst sich das schwerere Gold und fällt hinunter. Die spezielle Technik vermittle ich auch in Goldwaschkursen. Ich suche und finde meist in Bayern, in der Eifel oder auch in Südfrankreich und im Rhein. Gold gibt es fast überall, nur wirklich reich wird man davon leider nicht, erzählt Franz Andorf, der Goldsucher. Ha! Aufgehorcht! Gold gibt's fast überall. Lohnt sich das? Pierre, bitte. Nummer eins, Sie machen so einen fröhlichen Eindruck. Sie haben schon eine Menge Gold gefunden wahrscheinlich, ne? Natürlich. Ja, wie viel war es denn? Das hält sich natürlich in Grenzen. Man kann nicht davon leben, so hier mal. Also, das ist Fakt. Okay, Nummer zwei. Von wie viel Gold reden wir denn da? So mal in Kilo. Oh. Also eine Feinunze hat ja 31 Gramm und das ist auch der maximale Erfolg, den ich jetzt eigentlich pro Woche oder manchmal auch mehr mehreren pro Tagen Woche? Habe. Das verdienen wir hier alle zusammen nicht. Das sind nur wenige 100 Euro, aber. Okay, das vielen Dank. Sag ich doch, verdienen wir alle zusammen nicht. Ja, Nummer drei. Wo kann ich denn im Rhein? Da kann ich ja selber auch mal Gold finden. Ja, überall auf Geröllbänken. Kann man Gold waschen, also es muss Niedrigwasser natürlich sein. Nummer eins, kann ich das auch mit meiner Bratpfanne zu Hause oder muss ich ja spezielles Equipment haben? Ich hab's hier nicht zusammen. Ursel. Nummer zwei, was war Ihr schnellster Fund? Mein schnellster Fund hat auch mehrere Stunden gedauert, weil man muss erst das Flussbett vorbereiten, also mit dem Spaten eine kleine Kuhle rausarbeiten und dann mit der Bratpfanne quasi. Ja, und wie lange ging es dann, bis Sie was gefunden hatten? Mit Vorbereitung, mit allem. Braucht es schon mehrere Stunden, also 3-4 Stunden, bis man alles vorbereitet und hat. Was und was kam dann hinterbei raus? Also auch bis wenige Gramm Gold. Wenige Gramm? Ja, leider. Und, Nummer drei, wenn Sie das finden, das ist gleich wunderbar pur oder müssen Sie da noch? Das ist pur, das sind kleine Flitter, also Blättchen in verschiedenen Größen. Und was gibt es noch so für Bezeichnungen für die Form des Goldes? Goldflitter, rein Gold. Ja. Oh, schon auf was wolltest du hinaus? Barren. Sie wollte so? Barren hören. Barren. Barren. Mike. Ja, war damals auch Meister am Barren. Kandidat Nummer 1, wo kommt denn das Gold her in Deutschland? Also das ist ja so, nach der Erdkruste ist die äußere Kruste der Erde entstanden. Das heißt, in den Hochgebirge gibt es sogenannte Golderdadern. Und bei den Bergseen, wo also die Flüsse entstehen, wird es über die Jahrhunderte ausgeschwemmt und man stößt dann das Wasser. Okay. Teils wunderbar, danke schön. Kann ich meine Frau, wenn ich die bei ihrem Goldgräberkurs anmelde, dass sie sich quasi in Zukunft selbst versorgt, kostet das was? Ja, es kostet eine kleine Gebühr, die Teilnahme, und dabei wird alles gezeigt, was man zum Goldwaschen braucht. Okay, was müsste ich dann, meine Frau, wo müsste ich die hinschicken, damit die größte Chance ist, dass sie was findet, Kandidat Nummer 2? Also am besten, danke, Nummer 2. Also Männer, wir werden uns jetzt mal ganz emotional an den Moment bewegen, so kurz vor Finden. Kandidat 1, nehmen Sie uns mit. Sie schubbern, Sie gucken. Ja, da gibt es eine Schüssel. Ja? Erst einmal im kleinen Rahmen mit einer Schüssel, die natürlich immer unter Wasser ist. So. Man sucht sich natürlich. Sie sind jetzt angespannt oder voller Vorfreude oder lässig? Nein, also in der Regel, wenn man die Plätze weiß, sag ich mal, findet man fast regelmäßig was. Aber das sind Goldflitter. Kandidat Nummer 3, sagen Sie mir, machen Sie ein bisschen romantischer. Selbst bei Flitter geht Ihr Herzchen schon schneller, oder? Aber natürlich, das ist doch ein ganz tolles Erlebnis, Gold zu finden. Schon, ne? Kandidat Nummer 2. Sie flippen wahrscheinlich auch aus, wenn es glänzt. Nach mehreren Stunden vergeht die Lust. Okay.
Tschüss. Das ist ein Satz, den Pierre auch kennt. Das kann man allgemein mal so stehen lassen. Obsttrocken. Unsere drei Goldwäscher haben den Schalk im Nacken und das Gold im Zahn. Was haben Sie uns erzählt? Kandidat 1 sagt, man kann nicht davon leben. Das ist jetzt ein Trugschluss. Erklärt allerdings ziemlich perfekt, wo das Gold so herkommt. Sieht das Ganze aber eher rational. Eine Feinunze pro Woche, sagt Nummer 2, kommt dabei schon rum. Es dauert jeweils aber immer länger. So 3 bis 4 Stunden dauert der Prozess. Und dem geht bei dem Goldflitter kaum die Flatter. Oder Nummer 3, der nur bei Niedrigwasser Gold schürfen kann, ist ja klar. Bezeichnet diese kleinen Stückchen als pure kleine Flitter und bietet Goldwaschkurse an, gerne auch für Mikes Frau, in Richtung Selbstständigkeit. Pierre. Ja, also Nummer 3, der ist goldig. Nummer 2 hat hervorragend auswendig gelernt. Und Nummer 1, guckt ihn euch an, der strahlt. Der hat links und rechts einen Barren in der Hose. Und damit meine ich das Gold. Und ist der Einzige, der einen Goldring trägt von allen Kandidaten. Der, ja, der glänzt. Der Kandidat, ja. Und der Ring, yes. Das ist definitiv unser Goldfisch. Den kann man natürlich auch so aufstecken, zur Tarnung. Ja, ja, kann man. Kann. Macht man Bose? Ja, also Nummer 1 begeistert natürlich durch seine Erzählung und er ist Vollblut dabei, möchte ich sagen. Nummer 2 hat auch was, weil der könnte sich dahinter verstecken, hinter dieser Trockenheit. Und deswegen reizt er mich ja auch ein bisschen. Nummer 3 stimme ich dir bei, ist einfach